91% aller Frauen in Deutschland haben einen Vitamin D-Mangel. Und das, obwohl es super wichtig ist für den Kinderwunsch. Deswegen nenne ich dir jetzt 5 Fakten zu Vitamin D. Vitamin D kann unser Körper eigentlich selbst produzieren, wenn Sonnenlicht auf unsere Haut fällt. Das Problem? In West- und Nordeuropa haben wir ziemlich wenig Sonnenlicht und außerdem ist es häufig ein bisschen kälter, weshalb wir häufig mehr tragen. Und dann hat Vitamin D einfach echt schlechte Chancen, in ausreichender Menge produziert zu werden. Hinzu kommt, dass wir Vitamin D kaum mit der Nahrung aufnehmen. Das ist zwar möglich, beispielsweise über Hering, bestimmtes Öl, Eigelb oder angereicherte Lebensmittel, aber grundsätzlich kommt Vitamin D relativ wenig in unserer Nahrung vor. Im Kinderwunsch gilt ein Blutspiegel von 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D als optimal. Um den zu erreichen, musst du mindestens 2000 internationale Einheiten pro Tag zu dir nehmen. Der individuelle Bedarf kann aber sehr unterschiedlich ausfallen, weshalb es sehr sinnvoll sein kann, den Vitamin D-Spiegel einmal bestimmen zu lassen. Warum ist Vitamin D eigentlich wichtig im Kinderwunsch? Tatsächlich hat Vitamin D super viele Funktionen in deinem Körper. Es trägt zum Immunsystem bei, es ist wichtig für die Zellteilung, aber auch zum Beispiel die Aufnahme von Kalzium, was wiederum für den Knochen- und Zahnstoffwechsel super wichtig ist. Du siehst schon, Vitamin D ist echt relevant. Und mein Tipp für dich, ganz klar, Babyforte Kinderwunsch. Da ist veganes Vitamin D bereits enthalten und auch sonst viele wichtige Vitamine und Spurenelemente. Und mit nur 2 Kapseln am Tag bist du optimal versorgt.